Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen YouTube-Aufnahme und natürlich auch an alle ein herzliches Hallo, die meinen Podcast Lippe dem Talk hören. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei meiner neuen Folge. Heute geht es um Urlaub mit Lippe dem und meine besten Reisetipps. Ja, Planung ist, würde ich sagen, hier das A und O. Ich für meinen Teil würde sagen, ohne Planung funktioniert Urlaub nicht wirklich. Gut, ich nehme an, dass auch Menschen ohne Lippe dem planen, also ihren Urlaub auch planen. Ich denke, das ist ganz logisch. Die Planung mit Lippe dem sieht aber noch mal ein bisschen anders aus. Wenn da noch der Diabetes über mir dazu kommt, ja, dann wird es richtig verrückt. Dann hat man wirklich eine Menge zu beachten. Und ich war jedes Mal mit einem gemischten Gefühl in den Urlaub und habe jedes Mal Angst, ich habe irgendwas vergessen. Deswegen möchte ich euch in dieser Folge einfach mal ja, meine persönlichen Erfahrungen und besten Reisetipps an die Hand geben. Ja, zunächst einmal geht es ja erstmal darum, rauszufinden, wo man im Urlaub überhaupt hin möchte. Sprich, du solltest dir erstmal ja, einen Urlaubsort festlegen. Wenn das getan ist, dann ist wichtig zu wissen, was für eine Art von Urlaub du machen willst. Lieber irgendwas, was ja, sehr entspannend ist, wo man einfach faul am Meer liegen kann und sich die Sonne auf dem Bauch und die Beine scheinen lassen kann. Oder lieber was ja, mit Bewegung, mit Action, keine Ahnung. Ja, es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Vielleicht auch was, weiß ich nicht, was man auf dem Land machen kann oder mehr in der Natur, wie beispielsweise Wandern oder sowas wie eine kleine Städtereise. Ja, es gibt ja ganz, ganz viele Dinge, Kreuzfahrten und so weiter und so fort. Also das sollte man auf jeden Fall vorab auf jeden Fall klären. Ja, ich bin jetzt schon ganz gespannt, zu welchem Team du eigentlich gehörst. Es gibt ja so das Team Städtereisen und Sightseeing, Wandern, also richtig Aktivurlaub. Und es gibt ja so das Team faul am Strand liegen und nichts tun. Ich bin mal sehr gespannt. Ihr dürft gerne oder du darfst gerne auch in die Kommentare schreiben, zu welchem Team du gehörst. Und ich bin schon sehr gespannt, ob ich mit dem Team faul am Strand liegen hier so die Einzige bin. Ich hoffe nicht. Naja, also, wir gehen weiter im Text. Ist das geklärt, wohin es geht und was für eine Art von Urlaub man machen möchte, solltest du auf jeden Fall darauf achten, genügend Kompressionen mitzunehmen. Viele von uns haben halt eben maximal 2 Versorgungen, deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dafür zu sorgen, sie auch regelmäßig waschen zu können. Wenn man beispielsweise eine Wandertour macht oder irgendeinen Aktivurlaub macht, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, die Kompression einmal am Tag richtig auszuwaschen. Man schwitzt ja auch darin und es ist dann auch nicht mehr ganz so hygienisch, würde ich mal behaupten. Ja, ich rate hier dazu, im Hotel oder in der Unterkunft nachzufragen, ob die Möglichkeit besteht, vielleicht die Klamotten auch waschen zu lassen. Oder je nach Aufwand kann man die Kompression ja auch ganz einfach mal abends ja, per Handwäsche im Waschbecken oder falls vorhanden in der Badewanne auswaschen. Hierfür einfach das passende Waschmittel unbedingt einpacken und über Nacht dann trocknen lassen. Es klappt wunderbar, habe ich schon einige Mal so gemacht und bisher hat es immer super funktioniert. Kleiner Tipp am Rande, Vorsicht, wenn du die Kompression ausbringen willst, dann bitte unbedingt zwischen 2 Handtücher packen und nicht mit der Hand drehen wie blöde, denn dann machst du sie unter Umständen kaputt. Das heißt, lieber in 2 Handtücher packen oder in ein großes Handtuch packen, schön ausdrucken, behutsam mit etwas Druck, versuchen die Nässe, die Feuchtigkeit da ein bisschen rauszudrücken. Das klappt wunderbar. Im Winter, falls man Winterurlaub macht oder falls ihr schon im Winterurlaub geplant habt, ja, kann man sie natürlich auch in der Nähe von der Heizung aufhängen. Bitte nicht direkt an die Heizung und auch nicht direkt in die Sonne hängen, denn auch direkte Hitze verträgt die Kompression auf Dauer nicht so gut und kann auch dadurch geschädigt werden bzw. ihre Wirkung verlieren. Jetzt zu mir. Ich bin ja, wie gesagt, Team Strand, Team faul im Urlaub. Ich habe meistens ja, die Kompression da nicht an, eigentlich nie, weil ja am Strand ist es auch ein bisschen ungeschickt mit der Kompression. Wenn ich also Strandurlaub mache, dann versuche ich einfach so viel wie möglich, meine Beine hochzulegen, zu schwimmen. Ich liebe es beispielsweise zu schnorcheln. Und was mir auch immer gut geholfen hat, wenn das Hotel oder die Anlage sowas wie ein Whirlpool besitzt oder hat, oder man kann sich auch einfach mal eine Massage gönnen. Gibt ja auch ganz, ganz viele Anlagen, die sowas anbieten. Und je nach Urlaubsort kann man ja sich da auch ganz gut helfen und die größten Beschwerden einfach für den Moment mit solchen Dingen lindern. Du kannst dich übrigens auch super gut selber massieren, also selber deine Lymphe ein bisschen anregen. Das geht auch. Vielen tut Bewegung ganz gut, wenn möglich dann eben in Kompression.
Wechselduschen sind auch sehr hilfreich. Das mache ich auch meistens, wenn ich irgendwo bin, wo es sehr heiß ist, wo ich vielleicht nicht die Möglichkeit habe auf eine Lymphdrainage oder eine Massage. Dann gibt es bei mir abends immer eine Wechseldusche, schön kalt, mit schönem kaltem Wasser aufhören. Und danach fühlt man sich auf jeden Fall um einiges frischer und leichter. So geht es zumindest mir. Ja, ansonsten versuchen so oft wie möglich eben die Beine hochlagern. Das kann man eben auch sehr, sehr gut an der Strandliege machen. Ja, nicht lachen, ich lege mich dann immer verkehrt rum auf die Liege. Bisher hat sich noch niemand beschwert, das funktioniert wunderbar, um einfach die Beine ein bisschen höher zu lagern und dadurch auch ein bisschen den Druck rauszunehmen. Ja, und bevor ich es vergesse, oh mein Gott, da müssen wir auf jeden Fall noch drüber sprechen, wir müssen ja auch irgendwie erstmal in den Urlaub kommen oder an unser Urlaubsziel. Ja, das heißt, hier ist ja auch ganz wichtig zu beachten, wie reise ich denn überhaupt und was muss ich da alles, ja, beachten oder worauf kann ich alles so achten? Ja, es gibt ja viele, viele Möglichkeiten. Entweder per Auto, per Zug, per Flugzeug. Wir hatten vorher auch schon ganz kurz die Kreuzfahrt erwähnt. Ne? Da ist man dann einfach ein paar Tage auf dem Schiff. Für den Flug empfehle ich immer, die Kompression zu tragen. Je nach Länge des Flugs immer mal wieder aufstehen. Ob jetzt, ob man einfach nur auf die Toilette geht oder ob man vielleicht auch ein bisschen im Gang hin und her laufen kann. Flugzeug ist immer sehr beengt, aber es geht eigentlich ganz gut. Oder man kann auch super gut unterm Sitz die Beine einfach so ein bisschen auf und ab bewegen, damit einfach die Beinpumpe ein bisschen angeregt wird. Und so eben nicht nur die Venen, sondern auch unser Lymphsystem, so, dass ich es noch rauskriege, das schwere Wort, etwas bei der Arbeit unterstützen. Ja, für die Zugfahrt gilt im Prinzip das Gleiche. Hier hat man ja wahrscheinlich noch eher die Möglichkeit, auch mal im Gang ein bisschen auf und ab zu laufen und ja, sich einfach ein bisschen zu bewegen. Reisen mit dem Auto ist für viele am entspanntesten, zumindest wenn man nicht selber fahren muss, denn dann kann man sich die Pausen selber einplanen und auch hier immer mal wieder auf einem Parkplatz oder wo auch immer ja einen kleinen Spaziergang machen, Übungen einbauen, die einfach das Lymphsystem noch mal ein bisschen anregen. Was muss denn eigentlich sonst noch alles mit, außer der Kompression? Das ist so für mich immer das Wichtigste, Kompression und meine Spritzutensilien für den Diabetes. Das muss immer mit, das ist so das Nonplusultra, ohne das geht es natürlich nicht. Ja, zum einen natürlich die passende Kleidung, Schuhwerk, die ganzen Dinge, die man so als Frau braucht aus dem Badezimmer. Ich denke, da weiß jeder Bescheid oder weiß jeder, was er benötigt. Dann natürlich Sonnencreme nicht vergessen. Je nachdem, zu welcher Jahreszeit man in den Urlaub geht oder den Urlaub plant, eventuell auch, wie gesagt, speziell die Kleidung dazu, Winter- oder Regenausrüstung, so dass man einfach gut gewappnet ist. Bei mir kommen dann, wie erwähnt, noch die ganzen Sachen für meinen Diabetes dazu, denn ich muss mich auch regelmäßig spritzen und meine Zucker kontrollieren. Ja, da muss ich schon wirklich an einiges denken. Dann bin ich immer für Gummihandschuhe, sowohl im Koffer als auch in der Handtasche. Denn wenn man schwitzt, gerade im Sommer oder wenn man sich sportlich aktiv bewegt im Urlaub, dann tut man sich einfach leichter, die Kompression wieder an Ort und Stelle zu zuppeln, wenn man mal auf Toilette war oder, ist einfach definitiv eine ganz, ganz großartige Erleichterung. Ich kann es mir nicht mehr ohne vorstellen und es schützt auch so ein bisschen die Hände, die Finger vor allem. Dann eine passende Anziehhilfe, kann ich auch nur sehr empfehlen, wenn man damit eine Erleichterung hat. Die gibt es mittlerweile für Arme, für Beine, für geschlossene, als auch für offene Fußspitzen. Und ich persönlich bin da super, super dankbar für und nutze diese Hilfen tagtäglich zum Anziehen der Kompression. Ganz wichtig, gerade eben schon erwähnt, Thema Hautpflege, Sonnenschutz, muss auf jeden Fall mit. Dann irgendwas, wo ich die Kompression waschen kann, zur Not dann eben von der Hand. Dann wäre super eine kleine Sprühflasche vielleicht, mit der man, ja, wo man einfach ein bisschen Wasser reinfüllen kann, um sich dann an ganz heißen Tagen etwas die Abkühlung für die Beine zu schaffen, indem man einfach so ein bisschen auf die Kompression sprüht. Oder was auch super geht, was ich immer mit dabei habe, in jeder Handtasche ist ein kleiner Waschlappen. Den kann man nämlich auch wunderbar nass machen, an jedem Waschbecken, überall. Und kann so die Kompression dann auch ganz gut von außen befeuchten. Da aber bitte Vorsicht, nicht zu nass machen, denn sobald die Hautschicht zu nass wird und möglicherweise aufweicht, kann es zu Problemen kommen. Also es könnte sein, dass diese obere Hautschicht einfach ja, ein bisschen mit in Leidenschaft gezogen wird, sodass man sich ja, durch diese aufgeweichte Hautschicht einfach auch vielleicht einen Pilz oder irgendwas zuziehen kann, Bakterien können eindringen und so weiter und so fort. Da muss man schon sehr stark drauf achten. Ich mache deswegen meine Kompression nur vorne nass,
niemals an der Kniekehle oder unterm Po und auch gar niemals im Intimbereich. Ja, das kann wirklich ganz, ganz böse enden. Also bitte lieber ein bisschen ja, weniger drauf machen, auch wenn ihr sprüht, als auf einmal viel zu viel. Kann ich euch nur wirklich ans Herz legen. Ja, viele fragen mich dann immer so, oh Mensch, wie mache ich das im Urlaub mit der Kompression? Gibt es da keine Alternative? Ja, also wer gute Erfahrungen mit diversen Alternativ-Leggings oder irgendwas gemacht hat, der darf die auch mal wechseln oder mal dagegen austauschen beim Wandern. Sagt bestimmt kein Mensch was. Das ist sehr, sehr individuell zu betrachten, denn der einen Person hilft es und die andere fühlt sich damit halt gar nicht wohl und hat damit einfach ja, viel zu große Beschwerden. Deswegen bin ich nicht ganz so der Fan von Alternativen. Man kann es aber sicherlich den einen oder anderen Tag mal so machen. Ja, egal, ob du dich für einen Urlaub mit viel Erholung oder für einen Abenteuerurlaub entscheidest, wichtig ist immer, dass du dir auch genug Pausen für Entspannung einplanst, sowohl beim Fahren als auch im Urlaub selber, ja, sodass du gut auf dich achtest und die Signale deines Körpers, insbesondere der deiner Beine, ernst nimmst und dementsprechend dann auch handelst. Und zu guter Letzt natürlich sollte der Urlaub als kleine Auszeit dienen und dir in welcher Art auch immer gut tun. Das heißt, Urlaub sollte Spaß machen und dich natürlich auch mit neuer Energie ausstatten. Also, mein Tipp, mein absoluter Profi-Tipp, sage ich jetzt einfach mal, was jeder in dem Urlaub machen sollte, es soll sich einfach mal gut gehen lassen. Du sollst es dir im Urlaub einfach mal gut gehen lassen, dir mal was gönnen, die Zeit genießen für sich selber, vielleicht mit der Familie, mit dem Partner, einfach mal nicht so viele Gedanken um alles drumherum machen und einfach mal den Urlaub genießen. Das ist so mein Nonplusultra-Tipp. Ich glaube, das weiß jeder, aber die wenigsten gönnen sich auch wirklich diese Ruhe und sind nach dem Urlaub schon wieder total im Stress. Deswegen mein Tipp, genießt euren Urlaub und lasst es euch gut gehen. Ja, und wer jetzt aktuell sagt, Mensch, Urlaub steht an, ich habe da noch ein paar Pfunde zu viel auf den Rippen, was kann ich denn da tun? Oder vielleicht auch ein paar Pfunde zu viel und möchte langfristig was dagegen tun, der darf sich wie immer zu einem kostenlosen Erstgespräch mit mir oder meiner Assistentin, der Eva, eintragen. Wir werden dann gemeinsam rausfinden, wie deine Ist-Situation aussieht, was wir tun können, ob wir dir helfen können, beziehungsweise ob ich dir helfen kann. Und ja, das Ganze gilt wie immer für dich und auch für alle anderen, die diese Folge hier sehen. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Ich wünsche dir, wenn der Urlaub noch ansteht, einen ganz, ganz schönen Urlaub. Lass es dir gut gehen. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr die Folge liked, wenn ihr die Folge teilt, wenn ihr die Folge kommentiert und wenn ihr mir nächste Woche wieder zuhört oder zuschaut. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen und euch erstmal einen ganz, ganz schönen Abend oder Tag, wann auch immer ihr die Folge schaut oder hört. In diesem Sinne, tschüss!